Ja. Funktioniert alles? Funktioniert alles? Ja, schaut gut aus. Willkommen zurück zu einer mehr actionreichen Folge. Mehr kämpfen. Endlich mehr kämpfen. Oh, schauen wir mal, was ich mit den Haaren mache. Oh, wie schaut das aus? Wie schaut das aus? Ah, es geht doch, es geht doch. Mehr kämpfen. Endlich. Los, los! Ja. Wir brauchen Nahrung. Ich verstehe. Oh, es ist dunkel draußen. Oder? Wird's gerade hell? Ah, frische Luft. Da unten kann man die richtig vermissen. Dieses aufbereitete Zeug ist auf Dauer nichts. Ich hasse Höhlen. Ich hasse Höhlen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Egal, sollen wir weiter? Ja. Dann los. Kahn schickt mich. Und was interessiert mich das? Es interessiert dich nicht, dass der große Kahn mich zu dir geschickt hat? Hör zu. Was auch immer Kahn möchte, lass uns erstmal die Jagd hinter uns bringen. Danach reden wir über Kahn. Mit leerem Magen lässt sich nicht gut denken. Ich möchte noch einen kleinen Umweg gehen, wenn du nichts dagegen hast. Was hast du vor? Ich habe noch ein Geschäft mit einem unserer Händler zu erledigen. In einem unserer Außenposten. Es liegt sowieso auf dem Weg hoch zu den Ruinen. Ich dachte, ihr braucht eine Handelserlaubnis, um zu handeln. Und warum denkst du, ich hätte keine? Wir Morkons mögen viele Regeln haben. Aber wenn man einmal unser System verstanden hat, lernt man es lieben. Aber genug davon. Lass uns erstmal eine kleine Verschnaufpause einlegen. Du könntest mir derweil mal erzählen, wo du eigentlich herkommst. Du willst wissen, wo ich herkomme? Ist das etwa ein Geheimnis, wer du früher einmal warst? Es zählt nur noch, was ich heute bin. Meine Vergangenheit liegt hinter mir. Ich hätte gerne gewusst, mit wem ich hier eigentlich durch die Wildnis ziehe. Aber ich akzeptiere es, wenn du nicht darüber reden willst. Lass uns weiter. Wir haben es Oder? nicht mehr weit bis zu unserem Außenposten. Was genau möchtest du eigentlich dort? Habe ich doch gesagt, ich habe dort geschäftlich etwas zu erledigen. Was genau braucht dich nicht zu interessieren, solange du nicht zu uns gehörst? Sag Oder mal, fett. was hat dich eigentlich zu uns verschlagen? Warum interessiert dich das? Ach, nur so. Tut mir leid, wenn mich das nichts angeht. War nur neugierig. Ivan, der So, Schreckliche. fast da. Der Oh Schreckliche. je, naja, egal. Ach, Preisebolig. Der mag Höhlen anscheinend einfach. Er wird den Morkon sicher noch beitreten. Aber es würden wahrscheinlich alle Outlaws, wenn sie merken, wie cool es dort ist. Oh, interessant hier. Gegnatz. Gegnatz! Wirklich, One-Shot. Du nicht? Eieiei. Wie soll ich das Ding denn treffen? Okay. Mit Schwert. Okay, jetzt können wir handeln. Interessant Nun hier. aber los. Vandale. Warte kurz auf mich, bin gleich zurück. Vlad, was möchtest du? Hast du schon das Zeug? Ja, habe ich. Gib es mir. Ich habe es natürlich nicht hier, du Holzkopf. Es liegt dort, wo es immer liegt. Aber da war nichts. Wieder war nichts. Hat uns etwa jemand bestohlen? Scheiße. Ich kümmere mich drum, wenn ich Zeit habe. Das solltest du besser. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns. So, ich bin fertig hier. Sollen wir weiter? Wegen dieser Händlerin. Was ist mit ihr? Was für Geschäfte machst du mit ihr? Ach, nichts Besonderes.
Ich bringe ihr ein paar Sachen aus der Grotte und sie gibt mir dafür Dinge, die ich brauche. Mehr musst du nicht wissen. Okay, okay. Warum erzählst du mir nicht, worum es wirklich geht? Warum sollte ich das tun? Meine Geschäfte gehen dich nichts an. Vielleicht erzähle ich dir mehr, wenn wir uns besser kennen. Mich gehen eure Geschäfte nichts an, ich halte mich da raus. Eine gute Entscheidung. Jetzt, wo das geklärt wäre, lass uns mal lieber weitergehen. Es warten noch ein paar fette Kreischer auf uns. Sag Bescheid, wenn du auch soweit bist. Muss handeln. Na, du bist ja mutig. Hier einfach so in einem unserer Außenposten herumzuspazieren. Hast du denn gar keine Angst, Kleiner? Vor was? Sollte ich denn welche haben? Du hast Glück, dass ich gerade nicht hungrig bin. Wie meinst du das? Na, du weißt schon. Ich, eine Morkon. Morkons fressen Kinder und schänden Leichen. Nein? Bei den Vorurteilen klingelt bei dir nichts? Na, ist doch egal. Kannst du mir was verkaufen? Also, eigentlich nicht. Ich bin keine Händlerin in dem Sinne. Ich sorge nur dafür, dass jeder hier im Außenposten hat, was er braucht. Ich verteile die Rationen, gebe neue Waffen aus, wenn sie stumpf sind, solche Sachen. Meine Waffe ist stumpf. Na klar, das sagen sie alle. Nein, wirklich. Mit dieser Waffe kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Selbst wenn ich dir glauben würde. Eine neue Waffe gibt es nur, wenn Tengis das Okay dafür gibt. Abgesehen davon gehörst du nicht mal zu diesem Außenposten. Also vergiss es. Kann ich sonst noch was für dich tun? Gibt es gar keine Chance, etwas aus deinem Lager zu kaufen? Nein, immer noch nicht. Außer du hast ein paar sehr gute Argumente. Ansonsten keine Chance. Wie wäre es hiermit? Nein. Und was hältst du davon? Wie gesagt, nein, danke. Das hier wird dich überzeugen. Du bist wirklich hartnäckig. Aber nein, wirklich nicht. Du könntest mir das Fünffache zahlen, die Antwort wäre dieselbe. Du würdest sogar beim Fünffachen ablehnen, ganz sicher? Du bist echt unmöglich. Na gut, gib her den Kram. Dann sieh dich mal um. Oh. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Wenn es wert ist. Es ist nicht wert. Es war's nicht wert. 13 Rüstung. 41. Ah. Nee, es war's nicht wert. Ich will mein Geld zurück. Mist. Was ist das hier für ein Ort? Sieht man das nicht? Ein Außenposten. Dieser Posten wird für verschiedene Dinge gebraucht. Unter anderem ist er ein Frühwarnsystem für die Grotte. Falls jemand so dumm sein sollte und versucht, uns anzugreifen, wissen wir rechtzeitig Bescheid und können unsere Verteidigung aufbauen. Ah, das war's nicht wert. Sonst noch jemand Wichtiges hier? Vandale. Ach, nur Vandali. Nee, schaut so aus, als wär's das gewesen. Okay, brechen wir auf, wenn wir jagen. Lass uns weitergehen. Gut, dann folge mir. Du bist ein interessanter Zeitgenosse. Warum das? Du hast den Verdacht, dass ich etwas Unrechtes tun könnte, aber sagst nichts. Hältst dich komplett raus. Eine interessante Art, Ärger aus dem Weg zu gehen. Ich bin kein Morkon. Ich mische mich nicht in Geschäfte ein, die nicht die meinen sind. Ein kluges Verhalten. Damit hätte... Oh, ey, dieses Ding. Da macht er gut Schaden, der Typ.
Apropos gut Schaden. Also, passt. Ein kluges Fach. Wow, was war das? Hast du eine Granate geworfen? Interessanter Zeitgenosse. Warum das? Du hast den Verdacht, dass ich etwas Unrechtes tun könnte, aber sagst nichts. Hältst dich komplett raus. Eine interessante Art, Ärger aus dem Weg zu gehen. Ich bin kein Morkon. Ich mische mich nicht in Geschäfte ein, die nicht die meinen sind. Ein kluges Verhalten. Damit hältst du dir Feinde vom Leib. Freunde allerdings auch. Yep. Oh je. Yeah. Immer ein Schakal zerst auf die Nuss. Hopp. Anscheinend haben wir da schon mehrere Gegner rumrennen. Okay, hier ist der Schakal down. Da ist der zweite. Ich hab kein Ziel im Fliegen. Wie schaut's aus mit der Kralle da drin? Mein Typ bekommt auf die Nuss. Ich bekomme auf die Nuss. Oh je. Nein, Abstand halten, Kralle. Ach ja. Haben wir die Delle gelootet? Okay. Nein. Wo genau hast du die Kreischer gesehen? In den Ruinen. Wir sollten bald in die Gegend kommen. Cool. Da kann man sicher cool erkunden. Sei wachsam. Das ist Mutantengebiet. Ihre Aufmerksamkeit sollten wir nicht auf uns ziehen. Hier müssten auch irgendwo diese fetten Kreischer sein, die ich gesehen hatte. Halte die Augen offen. Aber greif nicht ohne mich an. Es sind zwar nur Kreischer, aber davon viele. Schlechte Befestigungen. Hier konnte damals doch sicher fast jeder einfach durchspazieren. Das war eine Stadt. Nur eine Pelzratte. Die macht doch nichts. Muss ich mit dem Typen reden? Ne, einfach folgen. Cool hier. Da gibt es sicher viel Action zu holen. Weiß wieder was? Irgendwie sind die Morkons schon ein bisschen bescheuert. Hier oben ist so viel Platz. Und die zwängen sich genau hier drunter in so eine kleine Höhle. Natürlich, Bulli. So, hier irgendwo müssen die Kreischer sein. Als ich das Rudel das letzte Mal gesehen habe, waren das ganz schön viele. Dreh dich um. Ich würde sagen, ich warte hier und stelle ihnen eine Falle. Du gehst vor und lockst sie hierher. Lass uns direkt angreifen, zusammen. Du bist ja mutig. Na, hoffentlich werden wir da hinten nicht von irgendwelchen Mutanten überrascht. Aber gut, deine Entscheidung. Mir nach. Wir sind direkt vor uns, die Viecher. Das ist gut. Oh, das sind viele. Krass.
Ah, die können doch eh nichts. Au! Was war denn das für ein Ding? Ausfresser. Oh, da wird viel Fleisch am Boden liegen. Fette Beute. Das ist echt fette Beute. Krass. Hühnerbrust für Tage. Hab ich verfehlt? Wirklich? Schon wieder? Oder ist das Ding einfach so stark? Das Ding ist einfach so stark. Hallo Bulli. Gute Rückendeckung hast du mir gegeben. Es haut ab. Warum rennst du weg? Wohin rennst du weg? Ah, mein Ziel ist gerade nicht das Beste. Ja, spaziert denn da drüben herum? Fette Beute können wir jetzt looten. Ist der Typ abgehauen? Hat er nicht mal Fleischstücke rausgeschnitten? Schaut so aus, als wäre er abgehauen. Ne, da drüben steht er. Okay. Mikroskop. Was ist denn das da hinten für ein Ding? Ein guter Kampf und Fleisch für Wochen. So habe ich das gern. Lass die Kadaver einfach liegen. Sobald wir wieder in der Grotte sind, schicke ich ein paar Leute, die sie holen werden. Wie sieht's aus? Willst du wieder nach Hause? Du nicht? Meine Waffe könnte wohl noch etwas Blut auf der Klinge vertragen. Oh. Schon mal einen Zyklopen gesehen? Nein. Wen wundert's? Wenn du schon mal einen gesehen hättest, wärst du vermutlich tot. Zyklopen sind halb Monster, halb Maschine und dreimal so groß wie ein ausgewachsener Mann. Du bist ein recht guter Kämpfer. Ich wollte schon immer mal einen Zyklopen bekämpfen. Also, denkst du, wir schaffen das? Können wir das schaffen? Wer ist Zyklopen? Sollen wir los? Let's go. Zu zweit schaffen wir den schon. Das wollte ich hören. Dann mal mir nach. Ich habe ihn dort hinten gesehen. Lass uns angreifen. Na schön. Was? Magst du nicht Zyklopen? Zyklopen, zerkloppen? Teleporter. Guter Mann. Na, da soll ich hin. Ist er das? Nicht zu glauben, dass hier mal Leute gewohnt haben sollen. Wieso? Na. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich gespeichert? Scheiße, ich habe kaputt. Wo bin ich stehen geblieben? Nicht zu glauben, dass hier mal Leute gewohnt haben sollen. Okay. Das Ding kann ich dann mal verkaufen.
Also so ein Laser wird mich one-shotten. Einfach Shotgun in den Rücken. Wird den Gegner schon entzücken. Oh, da ist ja noch was. Okay, okay. Und jetzt leih mir mal dein Ohr, ich war noch nicht fertig. Wieso? Na schau dir das doch mal an, wie hoch diese Dinger sind. Hier müssen aber tausende Leute gewohnt haben. Wahrscheinlich würden in zwei dieser Häuser alle Einwohner Magalans passen. Dass die auf so engem Raum nicht angefangen haben, sich gegenseitig umzubringen? Erstaunlich. Mhm. Okay, okay, okay. Wegen des... Der ist Geschichte. Ich bin sehr beeindruckt von dir. Gut gemacht. Hätte nicht gedacht, dass wir aus der Sache lebend rauskommen. Aber jetzt lass uns lieber mal wieder zurückgehen. Noch sind wir nicht wieder heile in der Grotte angekommen. Alles klar. Mir nach. Ich kann es nicht glauben, wir haben tatsächlich einen Zyklopen besiegt. Zu Fuß. Du bist ein ziemlich harter Hund, weißt du das? Wenn Marat mich das nächste Mal dumm anmacht, werde ich ihm das unter die Nase reiben, dass es nur so stinkt. Puh, jetzt bin ich doch ganz schön geschafft. Ich wünschte, wir hätten jemanden, der mich nach Hause trägt. Teleportieren. Der Kampf war wirklich anstrengend. Ich bin froh, wenn wir endlich in der Grotte ankommen. Weit ist es Ravak sei Dank nicht mehr. Den Umweg zum Außenposten können wir uns ja jetzt sparen. Das ist doch ein junger Raptor killen. Das finde ich gut. Der hat doch Shotgun-Schuss. Ich brauche mal bessere Rüstung. Oh, da unten ist ja wer, der auf uns wartet. Stopp mal. Siehst du den da drüben? Ich glaube, den kenne ich. Der hat gar keine Erlaubnis, hier draußen zu sein. Ich werde mal mit ihm reden. Und misch dich nicht ein. Das ist eine Sache zwischen Morkons. Hey, du! Wir können Leben zu meinen mischen. Dich kenne ich doch. Du bist doch Ilgur, oder? Nein, ich meine schon, ja, aber... Hast du eine Erlaubnis, hier draußen zu sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Ausbildung in den Käfigen noch nicht abgeschlossen ist. Geschweige denn, dass du die Prüfung in der Arena bestanden hast. Hab ich natürlich. Also Khan, Khans Erlaubnis habe ich. Ich glaube dir kein Wort. Zufälligerweise bin ich ein enger Vertrauter von Khan. Ich wüsste es, wenn er dich rausgeschickt hätte. Jetzt haben wir ein Problem. Entweder du gehst zurück oder... Nein, bitte. Ich kann nicht wieder zurück. Bitte lass mich gehen. Tja, du hast leider Pech, dass ich kein Abwerber bin. Was? Warum? Weil ich keine Lust habe, dich wieder gefangen zu nehmen. Du bist eindeutig nicht für uns zu gebrauchen. Da bleibt mir wohl nur eine Wahl. Du lernst mich gleich kennen. Ich habe irgendwie gedacht, der Typ wäre eine größere Herausforderung. Es freut mich, dass du mich das Recht der Morkons hast durchsetzen lassen. Ich hatte schon die Befürchtung, du würdest dich mehr einmischen. Naja, die Sache ist erledigt, das ist alles, was zählt. Lass uns weitergehen. Ich will endlich nach Hause. Das Ganze dauert schon wesentlich länger, als ich es geplant hatte. Ich bin bereit. Mir nach. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Ich möchte nicht, dass du wegen diesem kleinen Zwischenfall jetzt schlecht von uns denkst. Nee, ich muss aber wirklich nochmal erwähnen. Du überraschst mich. Weshalb? Deine Ruhe.
dass du mich wirklich unser Gesetz hast durchsetzen lassen. Ich respektiere das sehr. Aber genug davon. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald zurück. Noch ein bisschen looten müssen, sorry, Junge. Solange kein Viech mich mehr anliest, wird es kein Problem mehr geben. Oder anschauen. Anschauen wird auch tödlich sein. Ich warte, bis ich ein Bett finde. Der bessere Weg, mich zu heilen. Oh, was ist denn das für ein gefährlicher Weg hier? Interessant. Ja, das sind ein paar Sumpfratten. Okay, wir sind ja wieder da. Dann werde ich hier drinnen mal speichern, behandeln, verkaufen und dann wahrscheinlich zurück zu meinen Gefährten gehen und schauen, ob die was von mir wollen, neben Mission technisch. Oder Kampfmaschinen. Coole Teile. So, da sind wir. Dafür, dass ich nur mal eben was zu essen jagen wollte, haben wir ganz schön viel erlebt. Ich werde jetzt mal Bescheid geben, dass die Kreischer abgeholt werden können. Man sieht sich. Khan hatte mich zu dir geschickt. Was ist jetzt damit? Und ich sollte dich prüfen, oder? Genau. Das habe ich gerade getan. Geh zurück zu Khan. Er wird dich zu mir schicken, wenn er der Meinung ist, er braucht meinen Bericht. Jetzt muss ich aber los. Okay, das machen wir vielleicht auch noch. Vielleicht finde ich ein Bett auf dem Weg. Vielleicht werde ich sowieso nichts finden, weil ich meistens verloren gehe hier drin. Da, wo war Khan? Verdammt, was? Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ganz brutale. Hier drüben zeigen sie mir an. Das soll sich einer einmal auskennen. Ey Mädel, gibt's was Neues? Mir wurde erzählt, dass du Zarina von unserer Spur weggelockt hast. Was mit dem Händler passiert ist, tut mir leid, aber es gab keinen anderen Weg. Du hast dafür gesorgt, dass die Morkons noch eine Chance haben. Dafür danken wir dir. Und wie geht es jetzt weiter? Es gibt da etwas... Ich weiß, das ist viel verlangt, aber du bist in einer einzigartigen Position, uns helfen zu können. Du bist kein Morkon, aber hast dir das Vertrauen Zarinas verdient. Wir brauchen einen Maulwurf, jemanden innerhalb der Morkons, der unsere Ideale vertritt. Du hast bereits einmal bewiesen, dass du das tust. Wir würden dich in unseren inneren Zirkel aufnehmen. Wärst du bereit, unser Maulwurf zu werden? Angenommen, ich würde es tun. Was bedeutet das für mich? Du bist kein Morkon. Was bedeutet, du wirst dich mit Khan gutstellen müssen. Du wirst tun müssen, was er sagt. Sonst wirst du niemals die Chance haben, einer von uns zu werden. Und als Außenseiter können wir dich nicht als Maulwurf gebrauchen. Okay, verstehe. Ich möchte für euch den Maulwurf spielen. Du bist kein Morkon. Solange du nicht das Vertrauen kannst... Verstehe, verstehe. Das heißt, falls ich weitermachen will, bei den Morkons... Dann kann ich mich entscheiden, welcher Fraktion ich hier beitrete. Du sagst gut. Gib mir doch nur schnell ein Beet. Ein kleines Beet irgendwo. Haben die kein Beet für mich? Hier ist ein Beet. Oh yeah. Die Stadt werden wir ein anderes Mal erkundigen. Taschenlampen-Jacks wird zuerst ein bisschen Drecksarbeit erledigen. Naja. Es ist nicht leicht, einem anderen die Kontrolle zu überlassen. Wegen Vlad. Ja? Ich war mit ihm jagen. Warst du das also? Ja. Warum ist er da nicht hier? Er sagte... Mir egal, was er sagte. Bring ihn her. Der große Khan möchte seinen Bericht über dich hören. Dann wird sich wohl gleich herausstellen, ob du unsere Werte wahrhaftig vertrittst. Ah, oh, wirklich?
Wie viel wollt ihr mich noch herumschicken? Laufe ich bei Händlern vorbei? Oh, nope, hier darf ich nicht rein, habe ich ganz vergessen. Ich laufe bei Händlern vorbei. Oh, die schicken mich herum. Ja, Episode vorbei. Ich hole ihn danach, die Sachen verkaufen. Aufleveln und Peace out. Bis später.